und als Special sagen, ich Tim, Servus, ich bin's, Tim, lass mir die Haare schneiden von Jan. Arschgeile Nummer, es war sowieso notwendig, auf geht's, reden wir nicht drüber, let's go. Das 666 Millionen Special. Scheiße, ich hab Angst. Ja, ich werde dich rasieren wie die Kirche. Sag mir nicht, was ich tun soll. Ich wollte doch nur den Teppich rüberziehen. Ja. Weg. Will dein Gesicht nicht sehen in der Behandlung. Ich weiß nicht, ob... Okay. Es geht doch noch. Wir machen Doktorspiele. Es geht doch noch gar nicht los. Na. Es geht doch noch gar nicht los. Die Friseursalon müssen mit Mund und Nase bedeckt sein. Mund und Nase bedeckt sein. Was passiert denn da und warum tut der Mann das mit dem anderen Mann? Oh! Ja, das gefällt mir. Ja, hier werden auch die Haare geschnitten. Hier werden die Haare geschnitten. Wir brauchen kurz Tücher. Ich nehme Tims T-Shirt. Ich muss es noch in meinem Arsch verstecken. Gleich schlägt's aber 13. Alter, was ist da schon wieder los, Junge? Mach doch einfach, schneid dir doch einfach die Haare. What the fuck? So, wie wollten Sie es denn gerne? Ich wollte es, also... Ja, kürzer, denke ich mal. Und das geht's auch nicht. Aber nicht so viel, also nicht so viel ab, okay? Boah, ich bin voll betroffen. Hast du frisches Wasser genommen? Ja. Das riecht wie Gammelwasser. Das ist Gammelwasser. Oder es sind Tims Haare, die nach Gammel riechen und sobald sie feucht werden, nach Gammel winken, möglicherweise. Ja, da war vorher Chemiezeug drin, aber ich hatte keine andere Sprühflasche. Perfekt, Haus fallet in. Ich hoffe, das war alles raus jetzt. Moment, warte, was? Okay, also, ja, ist ja nicht so schlimm. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns beiden und zwar diesmal wirklich zu einem sehr besonderen Video. Ja, das stimmt. Und zwar dem 2 Millionen Abonnenten-Special. Ich werde, wie man das... Stellt euch vor, euer 2 Millionen Abonnenten-Special ist, ihr lasst euch die Haare schneiden. Absolut genial. Vielleicht erkennen kann, das ist aber keine Friseurschere. Natürlich. Ich werde Tim auf jeden Fall die Haare schneiden und danach wird er meine Haare färben. Okay. Warum wir das eigentlich in machen? In die Farbe seines Begehrens. Ja, und zwar geht der Jan heute Ginger. Ja, weil der Tim mich dann lieber besteigen möchte. Ja. Scheiße, das kannst du nicht machen, Tim. Du kannst nicht, Digga, er fickt dann einfach, Digga. Das. Ja. Und zwar hatten wir, wo wir 1 Million Abonnenten hatten, haben wir ja zu euch gesagt, dass wir, wenn wir irgendwann mal die 2 Millionen Abonnenten erreichen sollten, dass Jan mir dann einfach die Haare schneidet. Hätte natürlich niemand gedacht, dass das wirklich mal passieren würde. Oh. Ja komm, ich bin schlimmer dran. Ich sehe vermutlich danach aus wie das Sams. Ja, wer weiß, ob meine Haare gleich noch da sind. Nice Photoshop, Bro. Wenn du den Rasierer auspackst. Also ich muss sagen, ich gebe mir Mühe. Bisher habe ich dich ja nur nass gemacht. Warum müssen wir das jetzt machen? Ich meine, jetzt mal objektiv gesehen, Leute, schlimmer werden kann es ja auch gar nicht, oder? Also ist ja nicht so, als wäre das... Weil es lustig ist. Ich hab welche. Okay, wir haben gesagt, wir machen es, also machen wir es auf jeden Fall. Wir wünschen euch sehr viel Spaß bei dem Video. Und ich wünsche mir selber auch sehr viel Spaß bei dem ja, Video. Ja, ich habe schon Spaß. Ich merke das. Ich bin dir jetzt ausgeliefert. Genau. Okay, Herr Friseur, ich habe Angst, aber ich begebe mich in die Warum hast du Angst? Danke für deinen Sub, Ehrenmann. Willkommen, Dankeschön, Bro. Rasiert. Ich will eigentlich nur. Wo ist der Rasierer? Ich sehe ihn nicht. Ah ja, okay, also mit dem Rasierer nur die Spitzen. Ich muss mal gucken, wie man das Ding anmacht, weil ich bin nicht so der professionellste Friseur, aber es sind ja. Bro, du bist überhaupt kein Friseur. Das ist, du darfst dich nicht mal Friseur nennen, glaube ich, Alter. Auch nicht meine Haare. Boah, jetzt geh hier. Mann! War das Gieß? Nee, das war ich. Schwierig zu differenzieren mittlerweile, ha? Huh? Also ich mache jetzt erstmal deine Haare nass. Die müssen nicht komplett nass sein. Sind ja auch noch nicht nass. Ich glaube, man macht irgendwie so ein Tuch in den Nacken. Man tackt das so ins T-Shirt rein, damit es nicht reinfällt. Trau dir. Trau dir. Na! Ja, ich bin Dr. Frankenstein. Bitte nicht. Dr. Frankenschwein. Also die sind nass. Ich weiß nicht warum, aber ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Also ich glaube, man rasiert ja zuerst mal die Seiten so, ne? Das ist ja das Ding, dass man halt erstmal anfängt mit den Seiten so schön, den Übergang eventuell ein Fade reinbringt oder so. Und dann geht man ja auch irgendwie aufs Haupthaar über. Ich sag mal so, es ist total egal, welche Reihenfolge der junge Mann hier wählt, weil es im Endeffekt eh scheiße aussehen wird. Warum nicht? Weil du einen Rasierer in der Hand hast. Hast du das schon mal gemacht? Nein. Das Ding ist halt, bei einem Kerl, man kann sich die Haare immer noch auf Null schneiden, auf Glatze, ne? Nein. Also kannst du dich nicht sehen? Na, ich sehe nur meinen Mund. Jan, bitte nicht. So eine Befriedigung. Ich weiß nicht, warum ich sowas mache. Ich habe echt keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie viel Millimeter... Wollte ich gerade sagen, wie viel Millimeter sind das? Wie Meter ich jetzt habe. Ich weiß auch nicht, ob ich es richtig rumhalte. Komm mal nach hinten. Nee, komm, geh wieder nach vorne. Mach einfach, wie du meinst. Scheiße, man sieht ja hier schon, hier ist direkt auf Null, hier ist gar nichts, das ist ja schon gar keine glatte Schnittkante, Alter. Oh, scheiße. Oh, scheiße, Mann. Ja,
Scheiße, was mache ich denn? Blut ich? Nur guck kurz nur, wie weit das eingestellt ist. Was? Was? Fuck, Alter! Was machst du? Ja! Was machst du? Jetzt kriegst du Schiss. Wieso? Was hast du gemacht? Die Haare sind kürzer als dein Bart. Was? Ab sofort überall. Was? Nein! Was macht der da? Der hat eine Geflügelschere, Digga. Das ist zum Hähnchen auseinanderschneiden, oder? Das ist aber eine Küchenschere, oder? Weiß ich nicht. Ich glaub schon. Du Missgestalt! So sieht schon so schlimm aus. Warum, Alter, habe ich hier so ein Loch? Warum habe ich hier so ein Loch? Tim während seiner Pubertät, warum habe ich hier so ein Loch? Das ist gar nicht so ein großes Loch, das ist nicht schlimm. Also ich versuche mir ohne Spaß Mühe zu geben. Nein, ich bin echt motiviert, dich nicht zu verunstalten. Ja, jetzt geht's los. Alter, wie in den Haaren zieht. Haha, pinkelst du dich schon ein? Soll ich deine Geheimratsecken betonen? Soll ich? Was? Nein, sollst du nicht. Doch, dann siehst du aus wie 40. Ja, scheiße. Was machst du da? Ja, das war nur die Haut. Alter, Digga, das ist gar keine gute Idee. Es ist keine gute Idee, diesem Mann einen Rasierer zu geben, Mann. Wirklich. Alter. Und deine Geheimratsecken. Wird der immer langsamer? Als ob das Ding gerade kaputt gegangen ist. Tims Muchhaare, Alter. Tims Muchhaare haben einfach den Rasierer kaputt gemacht. Junge, what the fuck, Alter. Tim. Digga. Alle dafür mal. Digga, das ist aber ein richtiger Muchrasierer, Junge. Ja, moin, Digga. Das ist. Der ist nicht kaputt, der ist nur down. Ganz wichtig. Siemens würde sagen, der Rasierer ist down. Der ist nicht tot, der ist down. Und ist der aufgeladen? Setz dich. Ja, ich muss. Mach erstmal. Sitz! Okay, ich setz mich. Dann Shit. Weiter geht's, würde ich mal sagen. Ach, also ich muss sagen, ich find's gar nicht so schlecht. Übergang ist okay. Die Schnittkante ist jetzt natürlich nicht die geradeste und die schönste. Von der Form her ist ja eher was Ründlicheres angedacht. Für hinten aber ja, ist okay, ne? Was? Wir müssen gleich nochmal kurz laden. Ich habe sowas noch nie verwendet, das geht. Alter, sieht das scheiße aus, Digga. Das sieht so scheiße aus, Mann. Das sieht so unglaublich scheiße aus. Ja! Natürlich so viel. Nein, das muss ja auch einheitlich. Digga, die sieht aus wie so ein Penner aus dem Mittelalter. Digga, die sieht aus, als würde er gleich ans Set von Game of Thrones gehen und da mitspielen, Junge, mit der Frisur. Holy shit, Digga. Aussehen. Nein. Fuck, ey, das wird ja immer schlimmer. Das Ding ist, man versucht ja doch immer höher zu rasieren, weil man ja dann immer höher kommen möchte und es immer weiter ausbessern würde. Und irgendwann sind aber keine Haare mehr da. Das ist gar nicht so sehr, weil das geht hiermit bestimmt. Halt still, sonst tut's weh. Ich will... Alter, ich hab hier keine Haare mehr! Nein, Alter, ich hab hier keine Haare mehr! Du hast da noch Haare. Das ist nur so ein starker Kontrast, weil ich bin hier noch nicht fertig. Nicht nur unglaublich schlecht. Sondern auch unglaublich unsauber Rasier. Und der Rasierer an sich ist auch unglaublich beschissen. Das ist wirklich, wirklich absolut next level unangenehm. Oh Gott. Ja, sprüh noch Wasser drauf, Digga. Das wird helfen. Ich glaube, mein Friseur wird mich umbringen. Dadurch, dass wir mittlerweile den gleichen Friseur haben, wird er mich vermutlich für diese schlimme Tat auch umbringen. Ich meine, für diese Ehrentat. Ehrentat. Ehrenfrisur. Aha. Wird er mir was ausgeben. Wie der aussieht, Alter. Fuck, Mann, Digga. Nicht sein Bart. Nicht den Bart. Nicht den Bart. Ja, warte, ich teste doch nur was. Oh mein Gott! Alles. Tobi Gaming, was geht? Dankeschön für den Zap. Was hast du getan? Tobi Gaming 18. Was hast du getan? Oh mein Gott, nein! Darf ich weitermachen? Digga, wenn man Crack-Frisur auf Wish bestellt, wirklich. Gott, ich hab hier eine Glatze! Nein, hast du nicht. Du hast, guck mal, du hast hier Haare. Ich hab die nur ein bisschen ausgedünnt oben und hier hinten. Ja. Ja, es ist in Ordnung. Wenn man das jetzt irgendwie noch formen würde, dann hat der halt einen sehr hohen Haaransatz, aber es ist noch okay. Da kann man noch was. Das kann man. Es ist schon echt scheiße. Was machst du da? Ich schneide dir die Haare. Und dir auch. Doch. Oh nein! Nein, bitte nicht! Wozu YouTube einbringen? YouTube made me do this. Digga, da ist einfach. Ja, der ist so eine behinderte Frisur. Der sieht aus wie so ein Lego-Menschen, Digga. Das ist richtig schlimm. Alter, dieses Bild.
Alles okay. Das Ding ist, ich wüsste aber auch ehrlich nicht, wie sowas geht, ne? Ich könnte halt eine Glatze rasieren, aber mehr nicht. Also, ich hätte auch keine Ahnung, wie man sowas macht. Das. Ich dachte, Gisela rastet jetzt aus und nicht, dass du mir die Haare wegrasierst komplett. Hast du mir nicht mal erzählt, dass nachdem auch schon häufig hier an der Stelle deine Haare so zu Berge stehen? Ja. Soll ich gucken, dass es vielleicht nicht mehr so ist? So, also ich kann noch einmal kurz nach, weil ich würde fast sagen, dass ich mit deinem... Du kleines Arschmauskind! Dass ich mit deinen Haaren fertig bin. What the fuck, du bist doch nicht fertig, Alter. Nein, Digga, geh mal auf full. Ich hab gehofft, dass der mit dem Rasierer einmal schön durch den Kopf fährt, Junge. Also nicht durch den Kopf, aber einmal so ganz oben, wäre doch funny, oder? So kriegst du jede Kachlu. Echt? Aber auch nur die Kachlus. So, aber ich würde sagen, es ist fertig. Ich gebe dir auch mal einen Spiegel, weil ich hab's hinten ein bisschen... Die Seiten hat er ja gar nicht gemacht, ne? Verkürzt. Er hat, glaube ich, aufgehört. Er hat Angst gehabt. Er hat richtig Angst gehabt, Alter. Kannst du dich sehen? Kannst du dich da sehen? Oh mein Gott. Was hast du gemacht? Das ist... Bro, jetzt go for Glatze. Go for Glatze. Real talk, Alter. Ehrlich. Es ist nicht mehr zu retten. Warum ist auch... Ich hab bis zur Hälfte eine Glatze! Nein, nicht bis zur Hälfte. Nur bis zur Hälfte. Das sieht nicht schlecht aus, finde ich. So, gut. Gern geschehen! Du bist hässlich. Wieso bin ich? Ich hab dich aufgebessert. Du hast also, Arschloch. Und jetzt? Bin ich gespannt, wie meine Haarfarbe aussehen wird. Ja, also wenn alles gut läuft, sieht's gleich so aus. Scheiße, Mann, ganz ehrlich, ich finde, so wenn meine Haare so... Ich würde dafür glatt zu gehen. Ich glaube, das könnte Tim sogar actually ganz gut stehen, tatsächlich. Zuerst werden die wohl ausgeblichen und danach so, ne? Ja. Nein! Scheiße, die sieht ja wirklich aus wie in Tims Träumen, die Frau. Grüne Haare und grüne Haare wahrscheinlich. Grüne Augen, braune Locken, oder? Genau, Schabbas Potten. Altes Arschkind. Ja! Was? So genau! Was, Digga? Wo hat der den Feuerlöcher her? Mom, ganz kurz. Feuer! Alter! Ja. Alter, Digga, was? Ja, welch eine Freude. So eine Freude. Alter, nein! Nein, Junge, what the fuck? Ihr könnt doch da keinen Feuerlöscher hinstellen! Ich habe auf der Gamescom verhindert, wir haben ein Foto gemacht und hinter uns stand ein Feuerlöscher. Ein Feuerlöscher stand hinter uns. Und ich bin hingegangen und war das gut, Chat? Ein Feuerlöscher stand hinter uns. Und ich bin hingegangen, habe ihn den weggenommen, weil er damit so rumsprühen wollte, Alter. Gar nicht geil. Oh mein Gott! Also, ich wisch da mal kurz den Stuhl ab! Alter, ja. Digga. Mach doch diesen Pin da rein, diesen Sicherheitspin. Was ist denn mit dir, Junge? What the fuck? Los, bitte lass los. Ich hab das voll ins Gesicht bekommen. Oh, er ist echt pisst. Ach, das ist aber nur hier unten. Das brennt aber. Ja, natürlich brennt das, Junge. Da ist irgendeine Flüssigkeit drin. Obviously, weil es ja das Feuer löschen soll. Nein, will das? Nein, er wird sich selber voll sprühen. Ey, das ist so ein großer Trigger, Digga. Warum gibt ihr ihm das? So, Freunde, das ist ein bisschen eskaliert, würde ich sagen. Wenn ihr Bock auf den zweiten Teil habt, in dem Jan ich... Perfekt, nochmal Satzbau von vorne. In dem ich Jan die Haare färbe, lasst uns das gerne wissen. Wir würden den sehr, sehr, sehr gerne hochladen. Ich sag nur so viel, es ist auf jeden Fall nochmal vielleicht eine Stufe mehr eskaliert. Auf jeden Fall hoffen wir beide, dass euch das Video gefallen hat. Ey, und dass ganz wir uns wild. In einem von unseren nächsten Videos wiedersehen. Wir zeigen Jan natürlich noch nicht, weil sonst würden wir spoilern, wie es aussieht. Scheiße, Alter, Jan mit roten Haaren wird so scheiße aussehen. Der wird so unglaublich scheiße aussehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Video. Haut rein. Glatze, Tim, Glatze. Im nächsten Video. Hallo, Mama. Hallo, Jan. Ach du Kacke, das freut Mutter gar nicht. Hallo. Na, und wie findest du meine Haare so? Guck mal, wie meine Haare von hinten aussehen. Ach du liebe Zeit. Also, ach du Scheiße. Sieht der Jan besser aus. Ja, danke. Ja. Das ist doch mal sehr interessant, oder? Ja, also... Nice Teaser. Leute, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was da auf uns zukommt, Mann. Nicht schlecht, nicht schlecht.